Langsam können wir es alle deutlich spüren. Der Herbst hat Einzug gehalten und das bedeutet, dass wir unseren Garten jetzt auch so ganz langsam auf die kalten Monate vorbereiten können. Was ich alles jetzt im September erledigt habe oder auch noch erledige, das möchte ich euch heute zeigen. In den letzten Tagen ist es wirklich ganz schön abgekühlt. Wir hatten jetzt 2 Nächte, in denen wir nur noch 5 Grad hatten und da hatte ich ganz schön Sorge um meine wärmenliebenden Pflanzen. Paprika und Kürbis zum Beispiel, die hören bei unter 10 Grad einfach auf zu wachsen und Gott sei Dank haben die jetzt die kalten Nächte aber gut überstanden. Trotzdem wird es jetzt allerhöchste Zeit, den Garten herbstfest zu machen. Legen wir also los. Das Erste, was ich jetzt erledigt habe, das ist, ich habe mein Schattiernetz vom Folientunnel genommen. Das ziehe ich ja im Hochsommer sehr, sehr gerne auf, einfach weil es zu heiß im Folientunnel wird und auch die Sonne die Früchte tatsächlich verbrennen kann. Und die habe ich jetzt runtergenommen. Jetzt kriegen die Pflanzen auch wieder genug Licht, denn durch die ganzen Wolken fehlt ja jetzt auch wieder Sonnenlicht. Und so kann man doch die Erntesaison um gut 4 bis 6 Wochen tatsächlich auch bei den Tomaten nochmal verlängern. Also wenn ihr jetzt Schattiernetze auf euren Gewächshäusern oder Folientunneln habt, dann ist jetzt die Zeit, die wieder runterzunehmen. Außerdem habe ich jetzt die Blüten an meinen Tomaten und auch an meinen Paprikapflanzen abgeschnitten. Es ist jetzt Mitte, Ende September und das bedeutet einfach, dass daraus sowieso keine reifen Früchte mehr werden würden. Wenn man die Blüten jetzt abschneidet, dann konzentrieren sich die Pflanzen auf die schon vorhandenen Früchte, damit die einfach richtig schön ausreifen können. Im selben Atemzug habe ich jetzt auch meinen Folientunnel nachts wieder zu und meine Fliese fürs Freiland zurechtgelegt. Man kann, wenn es richtig kalt wird nachts, einfach so Fliese über die niedrig wachsenden Kulturen geben und das hält sie deutlich wärmer. So kann man auch im Freiland, wenn man vielleicht keinen Folientunnel hat, die Erntesaison noch mal deutlich verlängern. Die Fliese, die liegen jetzt also parat. Wenn ihr eigene Erdbeeren habt und die solche Ausläufer gemacht haben, dann könnt ihr die jetzt wunderbar verpflanzen. Man sagt ja, Erdbeeren sollen ungefähr nicht mehr als 3, 4 Jahre an einer Stelle stehen. Und deswegen habe ich jetzt hier meine kleinen Ausläufer abgeschnitten und umgesetzt. Die kommen dann in ein neues Beet, wo sie die nächsten 3, 4 Jahre gut stehen können. Wichtig ist da beim Umpflanzen, dass ihr die Erdbeerpflanzen aber nicht so tief setzt, also ruhig so tief, wie sie vorher in der Erde waren, denn sonst könnte es passieren, dass sie leider verfaulen und nicht gut wachsen. Bei meinen Kürbissen, da habe ich jetzt darauf geachtet, dass die auch wirklich nicht auf der nackten Erde liegen. Man kann die zum Beispiel mit ein bisschen Stroh unterfüttern. Ich habe hier jetzt noch mal ordentlich Mulchmaterial drunter gelegt, denn jetzt wird es einfach wieder deutlich feuchter und da können die Kürbisse schon mal, wenn sie noch nicht reif sind, leider faulen. Das ist also jetzt im September auf jeden Fall, sobald die Niederschläge wieder mehr werden, eine Aufgabe, die ganz, ganz wichtig ist. Wenn ihr auch so wie ich Knollensellerie in den Beeten habt, dann könnt ihr dem jetzt noch mal was richtig Gutes tun. Knollensellerie bleibt ja bis zu den ersten Frösten im Boden und den kann man jetzt ruhig noch mal mit ein bisschen Stickstoff düngen. Wenn ihr richtig viel Knollensellerie im Garten habt und den auch über den Winter einlagern möchtet, dann würde ich euch das jetzt aber nur bedingt empfehlen, denn je stärker man seine Pflanzen jetzt noch mit Stickstoff düngt, umso weniger lagerfähig sind sie. Ich habe ja hier nur meine 3, 4 Pflanzen und deswegen kriegen die von mir jetzt mal noch ein kleines bisschen Stickstoff. Dann nehmen die noch mal ein bisschen an Volumen zu, aber ich verbrauche den auch wirklich relativ flott.
In den Beeten, in denen jetzt keine Gemüse mehr wachsen, da bringe ich jetzt meine Gründüngung komplett aus. Gründüngung ist einfach wirklich richtig super. Ich nehme da gerne Phacelia und Buchweizen. Und Gründüngung bedeutet einfach nur, dass man Pflanzen auch im Winter auf seinen Beeten stehen hat. Das ist für die Bodenlebewesen total gut, weil die einfach durch die Wurzelmasse nochmal richtig gut auch Futter haben. Und natürlich schützen die Pflanzen auch unsere Beete vor Witterung. Einflüssen. Wenn ihr das jetzt also noch nicht gemacht habt, dann könnt ihr jetzt ruhig noch Gründüngung ausbringen. Auch für die Saatguternte ist es jetzt Zeit. Die meisten Blühpflanzen, aber auch die Kräuter haben jetzt einmal durchgeblüht und ihre Samen ausgereift. Die sammle ich mir jetzt im Garten ein, trockne sie und lagere sie dann kühl und trocken tatsächlich über den Winter, damit ich sie auch im Frühjahr wieder ausbringen kann. Probiert das gerne mal aus, das klappt wirklich richtig, richtig gut. Nächsten Monat wird es wieder Zeit, um unseren Winterknoblauch in die Beete zu bringen. Wenn ihr also jetzt noch keinen Steckknoblauch bei euch zur Verfügung habt, dann wird es jetzt höchste Eisenbahn, euch welchen zuzulegen, damit der nächsten Monat wieder in die Erde kann. Ihr seht also, es gibt jede Menge jetzt im September einfach schon zur Vorbereitung auf die kalte Jahreszeit zu erledigen. Ich würde mich total freuen, wenn der Oktober jetzt noch mal wärmer werden würde, denn ich habe noch so viele Früchte an meinen Pflanzen und ich würde mich echt freuen, wenn die noch abreifen würden. Eine Kleinigkeit möchte ich noch anmerken. Man liest jetzt überall, dass jetzt auch eine gute Zeit ist, um seine Sträucher und Sonstiges abzuschneiden. Ich mache das bei mir nicht gerne, denn es gibt ganz, ganz viele Insekten und Tierchen, die tatsächlich in den abgeblühten und vertrockneten Pflanzenresten überwintern. Ich ertrage das, auch wenn es nicht so richtig schön aussieht bei mir im Garten und lasse die tatsächlich den Winter über in den Beeten stehen. So tut man einfach auch der Artenvielfalt was Gutes. Und mal ehrlich, was soll's, wenn das nicht so schön aussieht, wenn wir somit aber kleinen Tieren und Bodenlebewesen und Insekten ein gutes Winterquartier bieten können. Wie schaut es denn bei euch jetzt im September aus? Habt ihr auch schon eure Gewächshäuser und Folientunnel zugemacht und die Fliese bereitgelegt? Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr jetzt so typischerweise im September alles erledigt. Das interessiert mich doch sehr, denn es ist ja auch von Region zu Region total unterschiedlich, wann welche Arbeiten anstehen. Da bin ich wirklich neugierig und freue mich schon auf eure Kommentare. Bis dahin, ihr Lieben, wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Geht noch ein bisschen raus in den Garten, buddelt in der Erde und pflanzt auch ihr euer eigenes Stück Gartenglück. Bis zum nächsten Mal. Ciao!